wir haben den Trailer gesehen zu Der Kommissar und das Mädchen, ein Film des französischen Regisseurs Claude Sautet aus dem Jahr 71 mit den Hauptdarstellern Romy Schneider und Michel Piccoli. Was gefällt mir daran? Also selbstverständlich ist das ein zeitloses Kunstwerk der französischen Filmgeschichte sowieso. Darüber hinaus bin ich großer Fan beider Schauspieler, auch selbstverständlich weit über diesen Film hinaus. Es hat was mit persönlichen Erinnerungen zu tun, dass der Film mich seit frühester Jugend begleitet. Also seit ich alt genug war, so etwas sehen zu dürfen, hat mich das begeistert. Vor allen Dingen auch die Ästhetik, die ganze Filmästhetik, die ganze Szenerie, das Paris der frühen 70er Jahre, wie es dargestellt wird, markiert natürlich aus heutiger Sicht, ja, es ist eine ganz andere Zeit. Es ist fast eine Antiquität, wie es anmutet, in seiner Schönheit, in seinem ruhigen Flow, abgesehen davon von der filmischen Ästhetik, einfach großartig. Dazu natürlich Romy Schneider in dieser wunderbaren Rolle als Prostituierte in Paris, unglaublich gut inszeniert. Die Widersprüche der Persönlichkeiten, der kühle, großartige Michel Piccoli in seiner Rolle, der sie gewissermaßen hinters Licht führt und mit ihr spielt in ausgesuchten Szenen, in einer Szenerie, in einer Form, in einer Art der filmischen Erzählform, wie man sie so in dieser ruhigen Art so gar nicht mehr kennt. Interessant auch, dass auch der Trailer selbst schon, wenn man ihn sieht, wenn man die Musik nimmt und die Art und Weise, der abstraktere Schnitt, wie Details aus dem Film erzählt werden, schon für sich fast wie ein bisschen abstraktes Popkunstvideo betrachten kann. Also es ist viel ruhiger erzählt, es ist nicht so krawallig, wie Trailer heute sind, wo möglichst viel der Essenz dessen, was man im Film später sieht, möglichst laut und mit viel Explosion in 3 Minuten reingepackt bekommt, sodass einem dann gerne auch schon mal die Lust vergeht, sich überhaupt noch den ganzen Film anzuschauen. Da funktioniert der Trailer für sich schon absolut großartig. Jetzt ganz unabhängig davon, dass es einfach einer meiner frühen, zeitlosen Lieblingsfilme ist, weil ich eben Darsteller und Ästhetik besonders gerne mag. Und damit gleich zu einem anderen Beispiel großartiger französischer Filmkunst.